ihr Lieben. Heute ist endlich wieder Freitag, für euch zumindest. Für mich ist leider noch Donnerstag, obwohl eigentlich nicht leider. Ich liebe ja die Donnerstage, weil ich am Donnerstag nachmittags oder abends immer das Video für euch aufnehme. Und ich versuche mir ja immer etwas Besonderes zu überlegen. Heute wollte ich eigentlich das Video mit euch zusammen an so einem kleinen süßen Strand an einem unserer schönen Paderborner Seen drehen, aber leider tobt gerade draußen voll das Unwetter und deshalb habe ich es mir hier mal ein bisschen gemütlich gemacht. Die Ecke kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ich habe gedacht, der blaue Hintergrund passt am besten. Ich wollte auch keinen Sand auf dem Tisch streuen. Ihr seht ja schon, mein neuer Pimp, wo ihr ja nicht wusstet, für was es ist, ist für Santa Monica. Ich habe dafür ein Pimp-Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Vielen Dank nochmal, du weißt schon wer, für ja, diese tolle Aktion. Also, dass ich irgendwie mal ein Spiel zugeschickt bekomme und oder gefragt werde, ja, hast du Lust, irgendwie das Spiel zu pimpen? Und ist auch, also war ja auch gar kein Zwang dahinter. Also, ich war jetzt ja nicht gezwungen, diesen Pimp zu machen oder so. Aber als ich natürlich gesehen habe, um was es ging, war ich natürlich sehr neugierig, weil ich hatte nur so ein paar Reviews dazu gesehen und hatte mich aber jetzt noch nicht so näher mit dem Spiel beschäftigt. Und als ich dann gesehen habe, was für Spielmaterial dabei ist, habe ich gedacht, oh ja, das möchte ich mal versuchen. Naja, und das wusste ich ja schon eine Woche, bevor ich das Spiel bekommen habe. Also ich habe für diesen Pimp 2 Wochen dran gesessen. Also ich habe mal ungefähr so grob überschlagen, 20 Stunden habe ich experimentiert, gemacht und getan. Und im Endeffekt habe ich 3 komplette Sets gemacht. Das eine Set zum Dank für die Person, die mir das Spiel ermöglicht hat. Ein Set natürlich für mich und 1 bekommt ihr natürlich. Aber jetzt zuerst erstmal so. Meine Haare sind wieder kurz. Ein Glück. Die Haare von letzter Woche war ja, naja, ne? Mittel zum Zweck, dass irgendwie die Locken noch einigermaßen zum Thema passten. Heute passt es nicht mehr so gut, ist mir aber egal. Ich verlose ja heute nur. Und zwar geht es jetzt noch um eure Rokoko-Pimps. Hier die, entweder die bunten Garnrollen oder die gelben. Also mein erster Pimp und mein live mit euch gemachter Pimp. Und natürlich, dazu gehören natürlich hier die süßen Spitzenwürfel. So, ich habe hier schon auf meinem Pad, ich hoffe, dass das diesmal klappt mit in der Kamera halten, vorbereitet und schon irgendwie ausgewertet. Es gibt 13 Anwärter, also wow, schade, dass ich nur ein Set für euch habe. So, und jetzt wird's spannend. So. Start, ich mach mal Start und ihr dürft gucken und ich hoffe, Melanie Hoffmann, oh Mann, du hast ja schon mal gewonnen, du hast auch schon wieder gewonnen, aber du hast schon länger nicht gewonnen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was du gewonnen hattest, habe ich vergessen. Also, du möchtest Rokoko, natürlich und ja. Du hast noch gefragt, ob es sich bei meinem neuen Pimp um Prager Kaputt Regni handelt. Leider nein, ich habe das Spiel nämlich noch nicht. Ich warte immer noch auf meine Lieferung. Ich hoffe, das enttäuscht euch nicht. Also ja, ansonsten Pech gehabt. Ja, Melanie Hoffmann, also du hast nicht geschrieben, ob du das neue oder alte gut findest. Wenn ich was runterfällt, dann kippt was um. Auch nicht schlecht. Also du musst mir bitte deine E-Mail schreiben mit was für eine Version du gerne hättest und deine Adresse natürlich. Und dann bekommst du das jeweilige Set per Post zugeschickt. So, das räume ich jetzt erstmal hier alles ein bisschen an der Seite. So, und das auch. Ich bin mal gespannt, was ich behalten darf für ein Set. Aber keine Sorge, zur Not kann ich mir immer noch was Eigenes wieder nochmal nachmachen. So. In dem Spiel geht es ja um den schönsten Strandabschnitt zu bauen, mit dem ich natürlich Siegpunkte generiere. Und das funktioniert ja und auf unterschiedlichen Wegen. Einmal durch das geschickte Legen von diesen Merkmalskarten und
ja, möglichst versuchen, alle Meeple unterzubringen, die Ziele auf den Karten zu erfüllen, die Extra-Ziele, die ausliegen, also dieses Extra-Plättchen, was man aussucht, für die Anfänger ja die hellblaue Version, die Ziele zählen ja. Und ansonsten eben diese VIP-Fußspuren. Und zwar dieser VIP, das grüne Männchen, was ich auch total gut finde, dass der in der gleichen Farbe ist wie dieser Fußmarker. Also da muss man nicht immer überlegen, welcher war jetzt nochmal der VIP. Ja, meistens hat man ja auch nur einen. Also ich zumindest hatte hier mit meinem Starterplättchen nur einen VIP. Und als ich die Pimps so vorbereitet habe, wusste ich noch nicht, wie dieses Spielmechanismus so geht. Erst als ich das Spiel jetzt hatte und schon zweimal gespielt habe, bin ich auf die Idee gekommen, nach den ganzen Fails, die werdet ihr ja gleich sehen, also bei den Fußspurenmarker hatte ich glaube 8 Stunden Fails oder mehr. Ich glaube, das kann ich gar nicht zählen. Also das war wirklich ein Reinfall. Ich habe schon fast aufgegeben, als das Spiel dann kam und ich es gespielt habe und dann gemerkt habe, das mit den Siegpunkten ist irgendwie ein bisschen schade, dass man da noch so genauer hingucken muss. Wo habe ich jetzt mit dem Fußspurmarker 2 Siegpunkte bekommen, wo nur einen? Und ich habe das ja deswegen jetzt, bin ich auf die Idee gekommen, ein Plättchen so zu machen, 2 Fußspurmarker für die Stelle, wo man dann halt beide im Prinzip Ortsangaben erfüllt und die Seite mit dem einen Fußabdruck für die Plättchen, wo man halt nur eine Ortsangabe mit dem VIP erfüllen kann. So. Das waren meine Fußspurenmarker. Und nochmal, also ich werde ja auch runterschreiben, was ich für Material verwendet habe. Keine Sorge mit diesem welken Sprühlack. Wenn man den da drauf sprüht, ist das so richtig schaumig und wirft sogar Bläschen. Und keine Ahnung, denkt man noch, ach du Schande. Keine Sorge, das legt sich alles. Es sei denn, nicht direkt irgendwie auf eine Heizung nehmen, dass es zu schnell trocknet, dann trocknet natürlich auch die Luftblasen mit. Ansonsten, die sehen jetzt, also die fühlen sich an und sind so von der Schwere her so ein bisschen wie Pokerchips, so kleine. Ja, also damit bin ich jetzt tatsächlich zufrieden. Was ich auch erst pimpen wollte, war diesen schönen Gourmet-Truck, also diesen Food-Truck. Und ja, den Gourmet, da ist mir nichts zu eingefallen. Aber den Food-Truck, ich habe gedacht, aus Fimo auf keinen Fall. 3D-Druck, nichts Gescheites gefunden. Dann habe ich das irgendwie versucht zu drucken. Das sah total aus. Also habe ich mich davon verabschiedet. Also wenn ich irgendwann mal richtig Langeweile habe, dann male ich den vielleicht noch weiter an, weil der ist nur von einer Seite mit diesen Lädchen angemalt. So, dann kommen wir jetzt zu meinem witzigsten Pimp bisher. Ich habe diesen Möwenstartmarker gesehen und habe gedacht, Möwe aus Fimo. Ich möchte keine Tiere aus Fimo machen. Ich bin darin nicht gut. Ich bin einfach noch Anfängerin, was das angeht, also wirklich. Und das traue ich mir nicht zu. Und dann habe ich auch nach einem 3D-Druck geguckt, nach einer Möwe, die ich dann vielleicht anmalen kann. Also richtig, haben mir die nicht gefallen. Und dann habe ich irgendwie wegen was anderem, hatte ich gerade bei eBay Kleinanzeigen, nach so kleinen Playmobil-Spielfiguren geguckt. Weil ich vielleicht diese für Habitats, diese kleinen Meeple mit Tieren austauschen wollte. Und dann habe ich diese Möwe gesehen und gedacht, oh, die ist ja süß und von der Größe her auch echt passend. Ja, und die habe ich jetzt auf so einen Sandhoken geklebt. Also die kann sich auch nicht mehr bewegen. Ja, und dann natürlich meine heißgeliebten Muscheln, die ich in so vielen Urlauben gesammelt habe. Je kleiner, desto mehr habe ich mich immer gefreut. Und jetzt konnte ich endlich meine ganzen kleinen Muscheln einsetzen. Und das war einfach, das war natürlich das Erste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich ja noch irgendwann so Abdrücke von so einer Burg gemacht. Und weil ich hatte die Idee der Fünfer-Token. Also das ist wirklich das Hässlichste am Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob man den oft braucht. Also ich glaube, wir haben es ja zu dritt zweimal gespielt. Wir haben den nicht gebraucht. Aber falls doch, ich habe jetzt so eine kleine Sandburg dafür gemacht. Also 4 Stück davon. Also ihr bekommt das ganze Set natürlich. 25 Muscheldollar, also Sanddollar heißen sie ja im Spiel, die übrigens ja eigentlich schon ganz schön waren, ne, aus Holz, aber ich musste ja meine Muscheln irgendwo unterbringen. So, und 28 Fußspurmarker, also das war wirklich eine Menge Arbeit. Werdet ihr ja im Video sehen. Ja, ich bin gespannt, wer von euch überhaupt daran interessiert ist. Also ein paar
von euch habe ich schon auf anderen YouTube-Kanälen gelesen, bei diesen Rezensionen, dass sie geschrieben haben, oh, ich habe schon die englische Version und ne? Vielleicht, ja, möchtet ihr das jetzt haben, dann postet bitte unter meinem Video als Kommentar Hashtag Santa. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber Santa Monica, bevor ihr das wieder irgendwie unterschiedlich schreibt und ich dann wieder eure Kommentare nicht gut filtern kann, lieber nur Santa. So, dann, manche finden es vielleicht ein bisschen traurig, manche weiß ich nicht, haben vielleicht mal endlich Ruhe von mir. Nächsten Freitag gibt es kein Video von mir. Ich habe einfach ein zeitliches Problem nächste Woche, zumal ich, was die Pims anlangt, jetzt keine irgendwie so super coole Sache habe, wo ich jetzt irgendwie in kurzer Zeit irgendwie für euch das produzieren kann. Diesen längeren PIM, den ich ja noch vorbereite, ist diese ganzen Grundressourcen für alle möglichen Brettspiele für euch als Tutorial zu machen. Da bin ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht mit angefangen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nächsten Freitag werde ich einfach den oder die Gewinner unter dieses Video hier dann halt als Kommentar posten bzw. demjenigen gratulieren. Also genau, nicht, dass ihr euch wundert, nächsten Freitag gibt es kein Pimp-Video von mir, okay? Na gut, ich bin gespannt, wie viele sich mein Tutorial gleich angucken. Vielleicht wieder amüsant, weil meine Fails ja doch vielzählig waren, sei schon mal gesagt. Ja, ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut bis dahin und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss! Endlich ist es soweit. Mein neuer PIM für Santa Monica. Und zwar das deutsche Spiel von Skellig Games wurde mir vom Verlag als PIM-Exemplar zugeschickt. Also eine coole Idee. Das Thema hat mich auch angesprochen, das Spiel sowieso schon interessiert. Und als ich dann gesehen habe, um welches Material es ging, war ich natürlich total begeistert, ja, dass ich dafür ein Exemplar zugeschickt bekomme, das ich dann pimpen darf, wenn ich möchte. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Anfangen werden wir mit den Sanddollern. Das sind in dem Spiel schöne weiße Holztoken, die mir eigentlich schon ganz gut gefallen, wobei ich die Symbolik mit so einer Blume drauf immer etwas missverständlich finde. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich daraus gemacht habe. Und ja, zuerst auch einen kleinen Fail, der mir passiert ist. Und zwar habe ich erstmal wirklich super viel weiße Fimo. Und zwar 114 Gramm mit 6 Gramm von dieser ganz hellgelben Fimo gemischt. Das war die Nummer 10, Limone. Also 6 Gramm zu 114 Gramm. Und dabei raus kam ja so eine ganz hellgelbe Fimo, also in der Kamera sieht es noch ein bisschen heller aus, also in Natur ist es etwas gelblicher als jetzt im Video. Das habe ich halt ausgerollt und Plättchen ausgestanzt. Dann hatte ich die Idee, dass ich den Sand direkt in die Fimo drücke, habe dafür Dekosand, so ganz feinen weißen, mit etwas grobkörnigeren Gelben gemischt. Das seht ihr hier. Und in dieser Mischung habe ich dann praktisch dieses ausgestanzte, frische Fimo-Teil eingetunkt und gebacken. Und habe gedacht, ja, das ist doch bestimmt ganz cool. Ja, war es aber nicht, weil, wie ihr seht, ist da gar kein Sand mehr übrig. Also, der ist nach dem Backen, man kann das hier hören, ich kann diesen ganzen Sand abmachen. Natürlich möchte keiner von uns Sand in der Spielschachtel haben. Deswegen habe ich mich ganz schnell von dieser Idee verabschiedet und eine andere Variante ausprobiert. Und die Variante ist jetzt so, ich zeige euch das mal. Ich kann euch mal ein paar Muster, ich habe ja schon ein paar ausprobiert für euch. Die bekommt ihr dann auch zur Verlosung. So, so sehen jetzt meine fertigen Sanddollar aus. Und zwar ist das jetzt, ja, ich zeige euch gleich, wie das geht. Auf jeden Fall, dazu habe ich meine ganzen kleinsten Muscheln aus meinen Muschelkisten, die ich im Urlaub immer mit meinem Sohn gesammelt habe, für euch ausgesucht. Die allerschönsten habe ich jetzt hier schon mal bereitgelegt. Also die sind so mikromäßig. Ihr seht das, guck mal, wie klein mein Fingernagel ist und wie mini-mikrobisch sozusagen diese kleinen Muscheln teilweise sind. Also ganz cool finde ich auch hier diese Napfschnecken, die so aussehen wie so Krater. Davon bekommt ihr auch welche auf die Token. Natürlich hier diese ganz kleinen, ganz mini Schneckenhäuser
Und was ich auch richtig schön finde, ein kleines Schneckenhaus, also so eine, ja, so eine Seeschnecke und ja, noch so ganz kleine Mini-Muscheln. Genau, so meine ganz kleinsten sozusagen habe ich für euch rausgesucht. So, was brauchen wir dazu? Erstmal packe ich die Primo wieder an die Seite. Und was ich jetzt gleich auch erstmal machen muss, weil es gleich sehr schnell gehen muss, ist den Backofen schon mal vorheizen. Und ich werde wahrscheinlich auch in mehreren Durchgängen das backen müssen, weil wir arbeiten nämlich jetzt mit, wieder mit Flüssigfimo. Und ihr wisst ja noch, meine Lupen für Arnak, dass man da schon aufpassen muss, dass sich das ganz schnell ja, verteilt und unter die Fimo schiebt oder in dem Fall hier von den Fimo-Plättchen runterläuft. Und das möchte ich ja auf jeden Fall nicht. Deswegen arbeite ich jetzt gleich ganz zügig und werde jetzt vorab schon mal den Backofen einschalten, sodass ich dann eure Token auch direkt so Stück für Stück packe ich die dann im Backofen, damit diese Flüssigfimo mit dem Sand, wo ich das dann eintunke, nicht runterläuft. So, der Backofen heizt jetzt vor und was ihr noch braucht, ist so eine, am besten so eine Pinzette. Die brauchen wir auf jeden Fall, weil ansonsten hat man diese Flüssigfimo, die auch sehr klebrig ist, die ganze Zeit an den Fingern. So, wir fangen jetzt an. Also die Flüssigfimo, man muss irgendwie nichts machen, die, also meiner Meinung nach noch nicht mal vorher schütteln oder irgendwie so. Das ist wichtig, dass ihr da transparent nimmt. Also hier steht super translucent, das solltet ihr auch wirklich nehmen. Also ich glaube, das wird sonst nicht so gut. So, und dann nehme ich mir so ein Fimo-Sandtoken. Also der ist, die sind ja schon alle gebacken, das hatte ich schon erzählt. Ne? Auf jeden Fall fange ich jetzt an mit dieser Flüssigfimo. Und zwar nicht bis ganz zum Rand und nur ganz vorsichtig drücken, ungefähr so. Und dann tauche ich das einfach hier in dieses Sandbehälter-Ding und drücke dann von außen das vielleicht doch noch ein bisschen nach außen gegangene wieder so ein bisschen in die Mitte. So. Und man muss auch gar nicht den Sand da noch reindrücken. Das passiert beim Backen gleich automatisch, dass diese ganzen Körner sich irgendwie wunderbar mit dieser Flüssigfimo verbinden. Also ich war total begeistert, als das wirklich gut geklappt hat. So, dann machen wir noch einen ganz kleinen Klecks extra Flüssigfimo drauf. Und dann würde ich jetzt mit dieser, nee, diese Napfschnecke ist ein bisschen groß. Ich fange mal direkt mit eurer mit dieser ganz süßen Seeschnecke an. So, die machen wir jetzt einfach mittig hier drauf. Legen das schon mal hier fertig hin. Und so würde ich das mit den anderen auch machen. Das einzige, den einzigen Unterschied, den ich jetzt beim Muscheln mache, das zeige ich euch nochmal gerade. So, also immer zuerst hier eintunken. Und bei mir ist es so, dass im Sand teilweise so ein bisschen dunklere Stellen waren. Das habe ich dann teilweise auch so gemacht, dass ich mit der Pinzette die dann hier wieder rausgepiekt habe. Also wenn mich das gestört hat. Ansonsten habe ich meistens auf die Stelle auch einfach die Muschel draufgeklebt, wenn man es sich einfach machen will. So, um die Muschel da drauf zu machen, brauchen wir etwas mehr. Dann gehe ich einmal so ein bisschen größeren Kreis mit der Flüssigfimo. Und dann können wir nämlich jetzt hier super diese süße kleine Napfschnecke schön hier mittig drauf platzieren. So. Und da nochmal ein bisschen nach innen wieder drücken, damit das nicht so nach außen läuft. Also sieht total cool aus. So. Ich muss jetzt aber schnell weitermachen. Ich schalte euch so lange weg. Und dann kommt das ja gleich in den Backofen und wir sehen uns gleich wieder. So, die ersten sind fertig. Ich zeige es euch. Und die kommen jetzt schnell in den Backofen. Wenn man die so ein bisschen umlagert, kann man nochmal gucken, ob nochmal irgendwo was runtergelaufen ist. Nochmal ein bisschen von den Seiten nochmal dran drücken. Hier bei diesem zum Beispiel. Dann einfach mit dem Finger ein bisschen außen rum streichen. Und dann passiert beim Backen auch nicht mehr viel. So, jetzt gehen die ab in den Backofen. Bevor wir uns um die nächsten Sachen kümmern, nochmal eben einen kleinen Tipp. Diese Flüssigfimo, da läuft er immer so ein bisschen hier nach unten runter. Da würde ich euch empfehlen, bevor ihr das wieder verschließt, einmal gescheit sauber machen. Weil beim nächsten Mal ist das sonst ja total verklebt und ich glaube, dass man das auch dann nicht mehr so gut abbekommt. Wichtig ist auch immer, dass diese Düse hier frei bleibt. Deswegen immer gut verschließen. So, vorbereitet ist mein nächster Pimp. Beziehungsweise die nächsten zwei. Ich möchte diesen Möwenstartmarker, der ist schon echt cool, ne? Also ist halt aber ein Pappmarker. Und ja, ich habe da eine ganz spezielle Idee. Ich mache mal wieder ein kleines Backofenexperiment gleich. Und für die Idee, die Fünfer-Token statt diesen Sanddollar, also das sind die Fünfer-Sanddollar,
Also die finde ich tatsächlich wirklich hässlich. Also einfach nur fünfmal drauf geschrieben, finde ich ein bisschen schade. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Das zeige ich euch dann gleich. Dafür brauche ich erstmal ein bisschen Platz, weil ich diesmal nämlich ein paar mehr von diesen größeren Plättchen ausstanzen muss. Und da würde ich euch empfehlen, statt dieser Rolle tatsächlich so ein dickes Nudelholz zu nehmen. Weil ja, man braucht ja schon ein bisschen mehr Fimo, ne? Und wie ihr seht, das ist schon, also Fimo ist halt härter als irgendein Keksteig und ist halt schwerer und es wird einfach platter und gleichmäßiger, wenn man das mit einer größeren Rolle platt rollt. Und bevor ich dann anfange, komplett auszustanzen, hatte ich schon mal ein paar Mal das Problem, dass ich dann irgendwo an irgendeiner Stelle gemerkt habe, dass da die Fimo noch zu dick ist. Also die Token waren dann halt sehr unterschiedlich. Und um das zu vermeiden, macht das immer so, dass wenn ihr was ausstanzt, ihr dann einmal überprüft, ob die Dicke okay ist oder eben nicht. Anstattdessen dann nochmal alles neu zu machen, kann man denn dann den Rest praktisch nochmal nachrollen und dann den Rest ausstechen. Also in der Größe möchte ich den. Die Sanddollar sind in der Größe gewesen. Also ich weiß gerade nicht die Durchmesserzahl, die schreibe ich euch auf jeden Fall aber unter das Video. So, und ich habe immer noch bei diesen das Problem, dass die Übergänge hier nicht schön sind. Deswegen ein Tipp beim Ausstanzen ein bisschen drehen. So, und die beiden überprüfe ich jetzt gleich erstmal von der Dicke. Das heißt, ihr hebt einfach hier die Fimo hier etwas an. Ja, und ich finde ihn tatsächlich noch etwas zu dick. Vor allem, weil ich ja noch relativ viele machen muss, komme ich sonst wahrscheinlich einfach mit dieser hellgelben Fimo nicht hin. Also ich würde es jetzt einfach so machen. Die würde ich gleich wieder mit einkneten. Aber das hier rolle ich mir jetzt erstmal nochmal ein bisschen dünner. Ja, wir brauchen vier von diesen Plättchen für diese Multiplikatoren. Und dann würde ich nämlich noch einen, das verrate ich euch ja noch nicht, was ich damit mache, noch zusätzlich ausstechen für den Startmarker. So, für mich mache ich hier auch ein Set, also muss ich die doppelte Menge machen. Ein kleiner Trick noch. Wenn euch so ein Token zum Beispiel ein bisschen zu dick ist, ihr könnt nochmal vorsichtig hier ein bisschen nachrollen und dann einfach nochmal ausstanzen und den Rest drum wegziehen. Was ich auch immer empfehlen kann, ist einmal mit dem Finger hier rundherum einmal die untere Kante ein bisschen eindrücken, damit das nicht so ausgefranst ist. Machen wir jetzt weiter mit dem Startmarker. Das ist ja hier diese Möwe. Und zwar habe ich dazu bei eBay Kleinanzeigen einfach mal geguckt. Also vorher habe ich überlegt, ob ich so eine aus Fimo mache, aber ich tue mich mit Tieren ehrlich gesagt ziemlich schwer, die authentisch hinzubekommen. Also ich bin dann einfach nicht damit zufrieden. Und dann habe ich geschaut, ob es irgendwie einen 3D-Druck von der Möwe gibt, den ich dann anmalen kann. Fand ich auch nicht so toll. Und dann bin ich durch Zufall bei eBay Kleinanzeigen auf diese kleinen süßen Playmobil-Möwen gestoßen. So, und die werde ich jetzt mal wieder im Backofen stecken. Und dafür werde ich diese Plättchen nicht vorher backen, sondern wir machen das jetzt praktisch in einem Arbeitsschritt. Ich muss mal eben die anderen hier in Sicherheit bringen, weil ich ja jetzt wieder mit dem Sand hantiere und auf den anderen das gerade im Moment noch nicht möchte. So. Also wieder Flüssig-Fimo auf das noch frische Fimo-Plättchen. Das müsste auch so klappen. So, und dann hier wieder in meinen Sandbottich. Das hat schon mal gut geklappt. Dann machen wir das jetzt hier auch noch mal eben. So, und jetzt würde ich einfach mit der Flüssig-Fimo die Möbel da drauf kleben. Und zwar so, dass sie nicht mehr die Beine bewegen kann. Also ich möchte nicht, dass dann hinterher irgendwas abbricht oder so. Ich habe mir überlegt, dass ich genau die so relativ weit vorne ausrichte, sodass hinten die Schwanzfedern schon hier mit festgeklebt werden können. Das heißt, hier hinten mache ich etwas und hier vorne für die Füße. Und dann klebe ich die Möwe daran fest und backe sie daran fest. So, jetzt müssen wir nochmal hinten einmal ein bisschen drüber wischen. Und die kommt hier hin. Dann versuchen wir das jetzt einfach mal so. Ach, das geht aber gut. Ich sage ja, Backpapier ist echt meistens die beste Wahl, um mit Fimo zu arbeiten, wenn man das wieder gescheiter runterbekommen möchte. So. So. Und die packe ich jetzt im Backofen. Mal sehen, ja, wie die sich da so machen. Hoffentlich schmelzen sie nicht. Drück die Daumen.
So, kommen wir nun zu meinem letzten Pimp, was die Sandtoken angeht. Und zwar diese Fünferplättchen habe ich mir überlegt, möchte ich gerne als Sandburg machen. Ich muss das mal kurz holen. Ich habe, eigentlich wollte ich es euch nicht zeigen, aber ich habe vergeblich versucht, mit Hand eine Sandburg zu machen. Erstmal ist die ziemlich groß und dann habe ich noch den Fehler gemacht und habe mit Vogelsand versucht, hinterher mit dem Klarlack hier Vogelsand dran zu machen. Es ist aber so, dass dieser Sand trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen abgeht. Das Ganze irgendwie sehr unförmig aussieht, finde ich. Dann habe ich überlegt, so, wie kann ich eine Sandburg machen? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich vor einem Jahr, da habe ich ziemlich exzessiv von allem Abdrücke gemacht, wo ich gedacht habe, ich kann das irgendwie mal gebrauchen. Und da gab es so eine kleine Plastikburg, die ich mal bei, ich glaube, Spielematerial oder so bestellt hatte. Und davon habe ich einen Abdruck gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, dieses Silikon, das ist ganz anders als das, was ihr kennt mit diesen Molds, die ich bisher gemacht habe oder gezeigt habe. Das ist etwas komplizierter und eine ziemliche Schweinerei, weil es aus zwei Komponenten besteht, die man zusammenmischen muss. Die sind flüssig und der Nachteil daran ist, es bilden sich sehr schnell Bläschen. Man muss eigentlich dann irgendwie auch noch irgendwas haben, um das dann zu erhitzen, damit diese Bläschen wechseln oder die Bläschen alle aufstechen, dann schwemmen die Teile teilweise nach oben. Also vielleicht mache ich da irgendwann mal ein Spezialtutorial zu. Das ist wirklich kompliziert. Aber ich glaube, dass es, wenn es gut gelingt, so wie dieses hier, tatsächlich vielleicht besser ist als diese Molds, die ich euch bisher gezeigt habe. Weil dieses hier, ihr merkt das schon, es ist sehr, sehr stabil. So, und wir werden jetzt da die Fimo richtig doll reinquetschen. Und zwar muss das in jede Ecke. Und dazu würde ich empfehlen, wirklich erstmal kleinere Stückchen zu nehmen. Und dann hier mit so einem, ich habe so Metall-Balltools, das wirklich richtig so fest wie möglich unten in die ganz kleinen Ecken reinzupressen. Also gerne auch mit diesem etwas kleineren Ball. Also ich habe das zuerst mit dem Finger versucht. Man kann das nicht fest genug machen. Also ich habe schon mittlerweile echt Kraft in meinen Händen, so gerade dank Fimo, aber das ist mit diesem Tool hier, ihr seht das, richtig gut möglich, dass ich das richtig tief unten rein quetsche. Besser ist übrigens auch, die Fimo ist kalt, also bitte nicht gerade, wenn ihr sie warm geknetet habt, gemischt habt, dann verwenden, vielleicht sogar erst im Kühlschrank oder so, also nicht ins Kühlfach, das ist glaube ich dann zu fest, aber im Kühlschrank lagern und dann erst hier reinmachen. Eine andere Idee wäre, die Fimo hier reinzumachen und das ganze Ding kurz ins Kühlfach. Das hatte ich auch probiert. So, jetzt ist eigentlich hier ganz gut. Eigentlich müsste ich jetzt noch mal was hier abschneiden. Aber so viel steht da diesmal gar nicht drüber. Nee, ihr seht das. Also ich schneide jetzt hier mal ganz minimal noch ab. So, und dann, wie bei den anderen Molds, so ein bisschen von allen Seiten zusammenquetschen. So, und jetzt zeige ich euch, wie diese tolle Sandburg nämlich dann aussieht. So, und dann ziehe ich das wirklich von drei Seiten praktisch auseinander und ganz vorsichtig löse ich das hier und tada! Ja, das ist eher so ein Palast oder so, aber ich finde als Sandburg echt cool geeignet und sehr viele Details. So, und davon würde ich jetzt vier Stück machen und für euch diese Fünfer-Token mit diesen Sandburgen machen. Und zwar zeige ich das jetzt einmal und den Rest mache ich dann ohne euch. Das machen wir nämlich jetzt auch direkt, ohne das hier vorher vorzubacken. Einfach wieder meine heißgeliebte, transparente Flüssig-Fimo. So, diesmal machen wir es aber andersrum. Diesmal mache ich zuerst das hier drauf. So, und dann würde ich sagen, nur noch so ein bisschen hier außenrum mit diesem Sandgemisch streuen. Da ich auf der Burg ja jetzt kein Flüssigfimo habe, müsste das eigentlich so gut klappen. So, und schon fertig wäre unser Fünfer-Token mit Sandburg. So, ach so, klar. Übrigens, die Möwe hat hervorragend funktioniert. Also, die sieht richtig gut aus und kann man halt auch ja super greifen. Also, der Startspielermarker Playmobil-Möwe auf Sandtoken.
So, ihr Lieben, hier ist das fertige Sandtoken-Set. Einmal die 4 Sandburgen als 5er-Token und dann 25 von den normalen Sandtoken und den Startspieler, die Möwe. Kommen wir jetzt zu meinem bisher schwierigsten Projekt. Und zwar, alles, was ihr hier seht, ist ein Fail. Okay, es geht um die Fußabdrücke. Da gibt es Pappplättchen, die sind von beiden Seiten mit 2 Füßen. Dazu sage ich aber nachher nochmal was. Ich habe auf jeden Fall irgendwie diverse Ideen gehabt, um diese Fußabdrücke zu machen. Ich gehe jetzt der Reihe nach mal meine Fails durch. Fail 1 war, ich habe einfach mal von der gelben Fimo, die ich noch übrig hatte, mit diesen Balltools, also natürlich mit größeren Bällen, hier versucht, selber Füße zu formen. Ich fand sie total hässlich. Dann habe ich einen Negativabdruck gemacht, indem ich eine Stunde lang hier diese kleinen Füße modelliert habe. Und dann habe ich versucht, die, nachdem sie im Backofen waren, als Stempel sozusagen zu benutzen, um sie in Fimo reinzudrücken. Da habe ich irgendwie komplett irgendwie nicht gecheckt, dass das ja aufeinander klebt einfach. Dann habe ich sogar versucht, hier irgendwie Öl drauf zu machen und dann nochmal zu versuchen. Also, ihr seht, absolut misslungen. So, Fail 2. Fail 3 habe ich nochmal Füße mit diesem Balltool manuell hier modelliert und habe gedacht, davon mache ich jetzt auch einen Negativabdruck. Mit so einer Silikonform. So, ihr seht schon, das ist meine Silikonform gewesen. Die habe ich nämlich mit dem Feuerzeug während des Reingießens, irgendwie habe ich die Masse versucht, so ein bisschen zu erhitzen, damit nicht so viele Luftblasen kommen. Aber genau, ihr könnt das nicht sehen, aber genau in den Zehen, also diese ganz kleinen Zehen, die bestehen nur aus Luftblasen. Und das sieht man hier dran, nachdem ich nämlich dann den Abdruck gemacht habe. Einfach nur hässlich. Also so war es halt vorher und nach diesem Silikonabdruck, also den kann ich halt auch wegschmeißen für die Katz. Dann habe ich nochmal mit der anderen Silikonmasse versucht, einen Abdruck zu nehmen. Dann habe ich aber gemerkt, wenn ich, das war halt sehr knapp, dass wenn ich dann den Abdruck mache, ich diesen Rand von diesem Plättchen irgendwie mit drauf habe. Davon mal ganz abgesehen, richtig schön sahen die auch nicht aus. Ich habe das mehrfach versucht, mit einem größeren dann noch, indem ich das Plättchen größer gemacht habe und sogar versucht, ein bisschen Sandstruktur reinzumachen, wieder manuell hier Füße reinmodelliert. Und das, ihr seht, das ist auch eine heilige Katastrophe. Also echt scheiße. Entschuldigung. Dann habe ich mir extra im Internet einen Ausstanzer bestellt in Fußform. Habe hier solche kleinen gelben Füßchen ausgestanzt, wollte das einfach nur probieren. Das Ding habe ich noch nicht mal gebacken, weil ich es so hässlich fand. Also das werde ich auch einfach in den Müll schmeißen. So, dann bin ich an meinen 3D-Drucker gegangen und habe nach Fußabdrücken in 3D-Form gesucht. Habe diese Fußschuhe gefunden, die ja eigentlich erstmal vom Prinzip her ganz cool aussehen. Die haben unten drunter wie so eine Art Barfußsohle. Die Struktur ist aber so bescheiden, dass das dann so aussieht, ich muss das nochmal gerade scharf stellen, dass es dann so aussieht, also an Hässlichkeit kaum zu überbieten. Also das war der nächste Fail. Dann habe ich wieder manuell versucht, ganz kleine Füßchen zu machen, habe mal die Zeit gestoppt, was ich für so kleine Füßchen ein paar brauche, also irgendwie 10 Minuten. Es gibt 28 Plättchen, habe ich gedacht, nee, ich muss ja wahrscheinlich 3 Sets machen. No, never. Außerdem erzähle ich euch gleich mal, dass ich eigentlich noch eine ganz andere Idee zur Verbesserung des Spielablaufs habe, weil diese ganzen Fails waren im Grunde, bevor ich das Spiel überhaupt hatte. Jetzt, nachdem ich das Spiel schon zweimal gespielt habe, und zwar zweimal zu dritt, habe ich jetzt hier auch diese Fußplättchen gesehen und auch gesehen, wie klein die sind. Also am Anfang habe ich gedacht, die sind größer und wollte extra größere Token machen, aber im Grunde sind die genauso klein wie die Sandplättchen. Und die Füße sind echt total hübsch, ne? Also so kriege ich die halt mit Fimo nicht hin. Und dann habe ich mir was anderes überlegt. Und das zeige ich euch gleich, nachdem ich den ganzen Schrott hier in Müll geschmissen habe. So, ich habe mal beispielhaft hier etwas aufgebaut. Ist mir klar, das ist jetzt natürlich nicht komplett, das soll nur ein kleiner Ausschnitt sein.
Genau wie dieses Sanddollarplättchen, das habe ich jetzt genommen, weil ich gleich was demonstrieren möchte. Das würde natürlich in der Mitte bei der Kartenauslage liegen von den Merkmalskarten. So, das ist jetzt hier mein Startplättchen. Dort habe ich folgende Ortssymbole. Und zwar bekomme ich Siegpunkte für die Fußspuren hinterher, wenn ich diese rosanen Geschäfte oder die blauen Geheimtipps mit meinem grünen VIP-Meeple besucht habe. So, nehmen wir mal an, ich habe ja schon hier auf dem Startplättchen ja, eben den grünen VIP und ein Muschelplättchen bekommen. Ich bin außerdem Startspieler. Und dann hätte ich jetzt schon folgende Karten ausgelegt, also diese hier, wo natürlich das Geschäft ist, Natur und Sport. Hier das Gleiche, allerdings befindet sich auf dieser Karte hier ja, beide Symbole, die Ortssymbole, wofür ich Punkte bekomme, ist das Geschäft und die Geheimtipps. Natürlich Sport auch noch, dies brauche ich ja nicht. Und hier oben gibt es ja nur Geheimtipps und Sportstätten auf der Karte. So, ein kleiner Tipp, den ich beim Spielen so gemerkt habe, ist, es gibt ja überall diese ja, gestrichelten Linien, wo man die Meeple sozusagen parken kann und hinterher dann auch Punkte zum Beispiel dafür bekommt. Also hier kann ich ja zwei beliebige in den Kreis setzen und bekomme hinterher insgesamt zwei Siegpunkte. So, und als ich die Karte gezogen habe, habe ich ja direkt zwei blaue Meeple bekommen. Und die könnte ich jetzt praktisch direkt ja, hier reinsetzen. Und ich habe mir das immer so gemacht, dass wenn ich sie liegend platziert habe, wusste ich, okay, die sind da in Sicherheit, die bringen mir nachher keine Minuspunkte eventuell bei so einer Wertung. Und genau, und dieses Ziel ist erreicht. Dann habe ich das so damit abgedeckt. Wenn ich das noch nicht erfüllt habe, habe ich die zum Beispiel so ein bisschen seitlich gelegt, dass ich noch lesen kann, wie viel Miepel da noch hin können. Oder es gibt ja auch manche Kreise, wo ich beliebig viele reinpacken kann. Dann hätte ich natürlich Bewege bis zu drei hierher. Das würde jetzt zum Beispiel Sinn machen. Also in dem Moment, wo ich jetzt diese Karte gelegt hätte, würde ich jetzt meinen VIP nehmen. Der hat natürlich jetzt schon seine erste Fußspur hinterlassen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Und zwar bekomme ich ja für diese beiden Symbole eine Fußspur und mein VIP befindet sich gerade da. Das heißt, hier würde ich jetzt schon den ersten Fußspurmarker hinlegen. So, jetzt ist es so, in dem Fall stimmen beide Marker, also Ortsmerkmale überein, sodass ich tatsächlich auch später für diesen Fußspurmarker zwei Siegpunkte bekomme. So, würde der VIP jetzt durch diese Kartenaktion hier auf diese Karte springen, würde ich ja hier auch einen Fußspurmarker hinlegen, der halt auch zwei Füße Abdrücke hat. Und so bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, das zeige ich euch gleich, was ich damit machen würde. Also, das würde ich jetzt so machen. So, dann würde ich jetzt eine neue Karte, was weiß ich, ziehen. Hätte jetzt hier noch einen Sandtoken bekommen und dürfte wieder ein Miepel um drei Felder weiter bewegen. Dann würde ich jetzt zum Beispiel hier 1, 2 gehen und hätte hier auch wieder beide Symbole, würde also wieder so einen Fußspurmarker legen. In dem Fall würde er mir aber wieder zwei Siegpunkte bringen. Also zwei Siegpunkte, ein Siegpunkt. So, und jetzt ist das, was ich euch zeigen wollte. Und zwar habe ich, ja, ziemlich aufwendig, zeige ich euch nochmal gleich im Detail, diese Fußspurmarker einfach auf dem Scanner gelegt, eingescannt und dann mit Photoshop ja erstmal komplett die ganze Fläche ja, multipliziert, diese Fußspurmarker hingelegt und den Rest ausgefüllt mit der grünen Farbe von diesen Token. So, dann hatte ich das. Und dann habe ich mir den einen Fußtoken genommen und habe einen Fuß mit Photoshop wegretuschiert und habe den auch ganz oft dupliziert. So, und dann hatte ich praktisch so einen Bogen, habe die dann ausgestanzt und ja, das zeige ich euch jetzt einmal. Also, das habe ich dann praktisch auf eine DIN A4-Seite dann wieder ausgedruckt, nachdem ich halt in Photoshop diese ganze Seite voll gemacht habe mit Hälfte zweier Fußspuren, Hälfte einer Fußspuren. Dann hatte ich ja schon mal für den Pandemie-Pimp hatte ich ja schon mal so einen Ausstand und habe euch ja gesagt, dass ich noch mal auf der Suche nach einem kleineren bin. Ich habe tatsächlich einen kleineren Durchmesser gefunden, 1,9 cm Durchmesser. Und ich zeige euch das jetzt einfach noch mal kurz. Ich habe dann halt, man muss relativ nah
da dran schneiden, sonst kommt man nicht mit dem Ausstanzer dran. Also ein bisschen Vorarbeit hat man auch noch. Aber dann würde man einfach hier das Papier einfach so mittig machen und stanzt die Füße aus. So, in dem Fall ein Fuß. So, und dann brauche ich natürlich noch einen Doppelfuß. Vielleicht ahnt ihr schon, was ich vorhabe. So, das wäre jetzt so die Vorbereitung. Na, dann habe ich natürlich noch etwas anderes gemacht. Dafür räume ich jetzt hier mal gerade den Platz frei. So, dann habe ich natürlich mir hellgrüne Fimo angemischt. Also ich habe mir diese Token, die hatte ich ja da noch nicht, aber das passt wirklich fast exakt. Fimo angemischt, ich zeige unter dem Video, schreibe ich auch wieder die, das Mischverhältnis hin. Das war ganz viel hautfarbene Fimo und etwas Apfelgrün war das, glaube ich. So, und dann habe ich die alle ausgestanzt, hier mit meinem kleinen Ausstanzer. So, und dann habe ich ja diese ausgedruckten Zweier- und Einerfüße, die habe ich jetzt hier schon in so Schälchen vorbereitet, mir genommen. So, und dann nehme ich mir praktisch so ein Token, den habe ich auch noch nicht irgendwie glatt gestrichen und so, weil da muss ich jetzt sowieso noch Hand anlegen sozusagen. So, dann kommt auf die eine Seite, lege ich jetzt hier das Zweierplättchen, einfach hier so, versuche möglichst mittig drauf, drehe die Füßchen so um, dass sie ungefähr ja, in die gleiche Richtung zeigen. So, und dann nehme ich den Token, wo beide Seiten das Papier ist, und drehe das ein bisschen so zwischen Mittelfinger und Daumen und drücke dabei mit dem anderen Mittelfinger und Daumen das so ein bisschen rund. So, und jetzt hat der Token nämlich dann zwei Seiten. So, die habe ich jetzt, die habe ich dann alle gebacken. Und dann war noch die Schwierigkeit, nach dem Backen, also da hatte ich, das ist ja auch das erste Mal, dass ich Fimo mit Papier gebacken habe. Die Fimo ist ja so ein bisschen feucht und die ist, hat das Papier so ganz klebrig gemacht. Also als es aus dem Backofen rauskam, habe ich noch gedacht, oh je, ob das was wird oder der nächste Fail. Naja, ich habe nicht aufgegeben und habe dann nach dem Backen bin ich mit meinem Lieblingsspray drüber gegangen. Und zwar muss man da ganz vorsichtig sein, von einer Seite sprühen und sofort den Token umlegen. Weil wenn der da in diesem gesprühten, sage ich jetzt mal, liegen bleibt, dann bilden sich ja hier so Ränder. Und das ist natürlich unschön. Also immer wenn man etwas ansprüht, bitte sofort das auf eine saubere Stelle umlegen, alle Token. So, und dann habe ich das trocknen lassen, nochmal, ne, als es trocken war, einen Tag lang umgedreht und das Ganze nochmal wieder Spray von der anderen Seite auch wieder umgelegt, trocknen lassen. Und ich habe zwischendurch dann halt teilweise immer wieder umgelegt, weil ich nicht wollte, dass das irgendwie ja so komische, klebrige Ränder gibt. So, lange Rede, hier sind die Token. Jetzt sind sie fertig. Übrigens ist es immer so, dass Fimo nach dem Backen immer ein bisschen dunkler aussieht. Das finde ich aber gar nicht schlecht. Und wenn man das weiß, kann man das ja sogar noch beabsichtigt machen, dass man die Sachen erst heller macht. So, die Token haben jetzt hier, sind jetzt ganz glatt. Also ihr seht, dass sie jetzt reflektiert richtig. Eigentlich wirklich wunderschön. Und das Papier würde auch, mit, also ich glaube nicht, dass das Papier noch abgehen kann. So, und jetzt kann ich nämlich, im Gegensatz zu diesem hier, hier würde ich dann nämlich, wenn ich diesen VIP dahingesetzt habe, nämlich dann einen Einerfuß hinlegen. Und hier, wo beide Ortssymbole passen, natürlich ein Zweierfuß hinlegen. Auf dem Plättchen selber natürlich auch ein Zweierfuß. So, und so, finde ich, kann man das Spiel noch ein bisschen übersichtlicher gestalten, sodass man auch hinterher beim Siegpunktzählen einfach nur die Fußabdrücke zählen muss und nicht mehr die Token überlegen muss, sind da jetzt zwei Symbole erfüllt oder nur eins. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde noch Fotos von den Sachen machen und natürlich könnt ihr so ein Pimp, ein komplettes Set, und zwar bestehend aus 25 Sandtoken, die 5 Fünfer, den Startmarker und 28, das sind ganz schön viele, 28 von diesen Fußplättchen zweiseitig gewinnen. Und zwar mit Hashtag, sagen wir mal Santa. Hashtag Santa könnt ihr dieses Set gewinnen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.